Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Don't Starve bzw. Range of Giants. So, da müssen wir mal gucken. Wir wollten ja hier noch weiter die... Wow, okay. Die Karte erforschen. I'm so hungry, ja, ist... Oh. Autsch. Okay, ich hätte es ausgraben sollen, ne? Aber geht noch vom Schaden. Das ist ja cool. Dann können wir essen. Aber ist wahrscheinlich auch besser verträglich, wenn wir den kochen. Ach, ich muss aufpassen, die sind ja überall die... ich befürchte, dass hier Hunde sein werden. Und dann würde ich den ja ganz gerne mal eben, warte mal, ich glaube, das funktioniert nicht bei den Stachelbüschen auch. Schaufel. Können wir die nicht? Können wir nicht, verdammt. Autsch. Okay, aber Hunger zwingt mich dazu. Autsch. Also das ist ja allein schon zum Angucken sehr interessant, muss ich sagen. Das ist ja alles anders hier. Da sind noch wieder Bienen, aufpassen. Oh, Busch, Busch, Busch. Nehmen wir mit. Ja, dann ist die auf. Und das auch. So. Wir wollen ja unser Lager vorbereiten. Ach so, ja, ein bisschen unterstellen vielleicht, ne? Und den Parasol aufbrauchen auf jeden Fall. So. Was siehst du denn? Eine Wald Goat? Eine Wald Goat? Hi! Tust du irgendwas? Aber die Bienen scheinen auch nicht auf sie anzuspringen. Das ist ja putzig. Und aufpassen, Bienen. Bienen, 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 Bienen. Nee, sie scheinen eine nasse. Eine nasse Wald Goat, okay. Ja, it's a bit wet out, it's sorry. Und unser Dings ist gleich wieder kaputt, wir müssen doch Blumen sammeln. Wir müssen uns dann ja einen neuen basteln können, ne? Ja, der ist nämlich gleich hinüber. Oh, ist ja putzig, dass sie auf die nicht anspringen. Dann scheinen sie die jetzt nicht als Feind einzusehen. Ein nasses Skelett, das ist fein. Ach, du grüne Neune. Maxwell's Door. Gut, wir nehmen sie auf unsere Karte auf. Geh weg. Das kann ich ja jetzt im Moment gar nicht gebrauchen. Das wird, glaube ich, lange, lange dauern, bevor ich das in Erwägung ziehe. Wir haben das noch gar nicht. Gar nicht gemacht. Ich will hier erstmal alles ablaufen. Oh Mann. Aber die können wir nicht abbauen, ne? Nee, das geht nur, wenn man... Okay. Nee. Gut. Hatten wir nicht... Da sind sie. Da müsste ich die abbauen, glaube ich. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, wir müssen sowieso was essen. Feuer. Machen wir uns ein Firepit? Ich weiß nicht. Können sich schon fast lohnen, ne? Wenn es Winter wird, haben wir hier die Popokarte. Da oben war der Stein. Da sollten wir uns jetzt da hinsetzen. Ach, cool. Warte mal. So, nehmen wir mit, ne? Die scheinen ja so random einfach zu entstehen. Dann nehmen wir die doch auch mit. Ne, dann suche ich mal jetzt eben... Wo ist der? Da oben. Ah, das ist das Geräusch, wenn das Ding springt. Alles klar. Keine Ahnung, was man mit denen macht. Vielleicht kann man die angreifen. Vielleicht hauen sie auch derbe zu, weil über die habe ich jetzt nichts gelesen, über diese Wald Goat.
So, machen wir uns hier mal eben einen Feuer. Ja, kann ich jetzt aber auch nicht machen, ne? Ein Drying Rack, ja, wofür? Pff, brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Drying Rack. Dann können wir die kochen, ja? Können wir. Mal gucken, was die machen, bringen, tun. Oh ja, schön. Schön, 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 schön. Die bringen alles, alle Werte. Das ist ja super. Dann bewahren wir uns noch was auf. Wir sind jetzt schon wieder bei 135. Dann sammeln wir davon gleich nochmal eben welche. Komm, esse ich den Honig mal eben auf. So. Und hier waren ja noch Kakteen. Dann nehme ich die doch gerne mit. Und mein Parasol ist weg. Verdammt. Da müssen wir ganz schnell ein Blümchen pflücken, damit wir uns einen neuen basteln können. Ja, die kann man, könnte man angreifen, aber ich weiß nicht, was die für Schaden macht. Also ob das eine kluge Idee ist, ich weiß es nicht. Aua. Autschen. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp. Sonst versuchen wir es einfach mal. Also wenn sie morgen früh noch da ist, versuche ich sie. Wir haben ja unseren Locksuit und unseren Speer. Ich versuche sie dann anzugreifen. Das können wir machen. Ich teste das mal aus. Ich kann schon wieder einen neuen. Das ist ja gut. Dann kochen wir erstmal jetzt eben noch die Dinger. Und wir können uns auch einen... Wo war denn jetzt eben? Einen neuen machen. So. Das brauchen wir aber auch alles. Ich will das nicht hier lassen. So. Blub. Ach gut, wir sind trocken. Ach komm, was soll's. Ich bin heute mal großzügig. So, es darf jetzt aber auch gerne... Oh nee, nicht trocken hier. Gerne wieder hell werden. Das kann man auch nicht ausbuddeln, ne? Kann man das? Okay, nein. Schade, hätte ich jetzt zu gerne gemacht. Dann greifen wir auf jeden Fall gleich, oder versuchen das, die Goat anzugreifen. Ob das so klug ist, ich habe keine Ahnung. Oh, die machen schon ganz den Schaden, wenn wir die pflücken, die Dinger. Verdammt. Hier ist ein paar Blumen. Ja, ich kann es nicht ändern, Wilson. Guck mich nicht so an. Ich warte darauf, dass es hell wird und dann versuchen wir mal, die Goat anzugreifen. Aber ich hoffe, ich überlebe das. Wir wollen ja sehen, was passiert, wenn. Wo ist sie denn jetzt? Es tut mir leid, kleine Ziege. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber vielleicht musst du die auch gleich bei mir entschuldigen. Okay, die macht ganz schön Schaden, aber ich will jetzt echt wissen, was dann dabei passiert. Fleisch! Oh, es tut mir so leid, kleine Ziege. Es tut mir so leid. Aber entweder du oder ich. Und wir hatten wir schon mal im Zweifelsfall ich. Gut, dann haben wir jetzt hier Fleisch, Meat. Das können wir uns auch gleich mal eben kochen. Wir haben jetzt hier nichts anderes. Es geht jetzt darum, dass wir unsere Reise hier, unsere Erkundungstour gut überleben. So, na guck mal, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Ja, wir haben ein bisschen gelitten, muss ich sagen. Dann schauen wir mal weiter. Zur Not, ich würde ja ganz gerne... Das ist zwar dumm, aber hier waren die Hunde, ne? Ob ich da so rankomme, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich befürchte eher nicht. Sonst rennen wir erstmal weiter. Wir wollen ja hier erstmal die Karte aufdecken, erkunden. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Wir wissen ja jetzt, wo die Hunde sind. Und die könnte man ja nicht abbauen. Habe ich, glaube ich, eben schon mal ausprobiert. Creepy, okay. Also nicht. Und hier muss ich aufpassen, weil hier kann er wahrscheinlich auch überhitzen.
zur Not. Hier, komm. Unbedingt. Aber wir haben mal einen Hut. Wir haben einen Hut und ja, komm hier, Tumbleweed. Sehr schön. Bringt das weniger oder macht das weniger Schaden, wenn ich das damit mache? Autsch. Das war jetzt 2 Schaden. Okay. Und jetzt, wenn ich es jetzt so mache. Wow, okay, also der Loxhut verliert auch nur 1% dabei. Also ab sofort mit Loxhut sowas abbauen. Und wir nehmen das Tumbleweed mit. Und den Stein nochmal. Also ich komme mir echt vor, man würde sagen, wie ein Kind im Bonbonladen. Das ist echt cool, was es hier alles Neues zu sehen gibt. Wenn ihr die Dinger hier habt, diese Spiky Bushes, das könnt ihr, glaube ich, ich weiß nicht, ob das noch geht. Das ist eigentlich das, was ich mit den Kakteen vorhin ausprobieren wollte. Wenn ihr die nämlich so erntet, dann tun sie nicht weh. Dann geht zwar eure Schaufel kaputt, so wie bei mir eben, waren nur noch 4% drauf, aber ihr tut euch nicht weh, wenn ihr die aberntet. Was ist das denn? Das sind doch... Ach, guck mal, da kann noch was anderes drin sein. Ach, sehe ich gerade. Ich hab... Das ist ja geil. Ich habe so ein Stöpsel aus, da rausgeholt. Okay. Das ist ja witzig, was man da alles so rausholen kann. Ist da vielleicht auch irgendwas Besonderes drin? Nö, das war jetzt wieder regulär. Okay. Und wir können nochmal eben ein paar Ropes machen. Dann haben wir nämlich schon mal welche. Und sammeln einfach fleißig weiter. Und es wird schon wieder dunkel. Und die machen auch so witzige... Nee, das sind... Das sind normale. Dann essen wir das doch für die Heilung. Gut. Oh, da sind noch mehr Kakteen. Luxut. Und aufsammeln. Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber es ist Nahrung, Wurzen. Also, wenn du Hunger hast, musst du das machen. Guck, kannst gleich wieder davon einen essen. Ist doch schön. Also ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, dass sie jetzt noch diese Biome da mit dazugefügt haben. Sicherlich ist das dann auch wieder eine weitere Gefahr, der man ausgesetzt ist. Was ist das denn? Was ist das? Foliage. Okay, kann man essen? Was bringt das, wenn man das isst? Gesundheit. Okay, schön. Das ist ja richtig cool, die Dinger hier, ne? Also gar nicht mal so schlecht. Wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was drin ist. Warte, jetzt haben wir aber schon... Ja, Twix haben wir leider schon. Oh, Gears sind da auch mal mit drin. Das ist ja genial. Also, das lohnt sich. Es wird gleich dunkel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hier, komm, ich kann die Steine nochmal abbauen. Dann mache ich mir hier ein Feuer. Wir haben es ja, ne? Und jetzt fängt es an zu regnen. Loxhut. Kakteen ab. Autsch. Und dann können wir gleich mal eben, wenn wir schon mal hier sind, die Steine abbauen. Na, das ist immer gut. Hier überall sich diese festen Feuerstellen zu verteilen, weil wenn man hier nachher durchrennt und es ist Winter, dann ist man dankbar dafür. Nichtsdestotrotz, ich brauche unbedingt noch mehr Büffeldung, weil wir eigentlich noch ein paar Felder anlegen müssen, bevor es Winter wird, ne? Hier, komm, kannst du auch essen. Und nimm mal den Dings bitte so lange. Und dann können wir uns gleich noch hier ein paar Kakteen brutzeln. Und es regnet in der Wüste. Kommt sicherlich auch nicht allzu oft vor. Ja, es gibt ja in Anführungsstrichen neue Gegner.
Und auf die hatte ich mich mehr konzentriert. Also Gegner in Anführungsstrichen. Es ist nicht alles so schlimm. Es ist im Grunde genommen wie mit dem... Warte mal. Nee, davon haben wir genügend. Es ist eigentlich so, dass man zum Beispiel mit den regulären Gegnern in Don't Starve ja auch ganz gut zurechtkommt. Na, also mit dem, man kann den Dirklops aus dem Weg gehen oder ihn eigentlich anderen Gegnern zuführen. Es ist nur so, dass es wurden welche dazugefügt, aber wir haben noch keinen davon gesehen. Und zwar soll das wohl so sein, dass die auch Jahreszeiten spezifisch auftreten. So wie der Dirklops eben halt im Winter kommt, gibt es im Frühjahr, also im Frühling, die, ich will meinen Tee hier verarzten, sonst wird er wieder kalt, Entschuldigung. Im Frühling gibt es die Moose Goose, eigentlich Moose Goose, ja wie auch immer, oh mein Gott, aber es wird schon wieder hell, gut. Moose ist, heißt ja glaube ich Elch, oder ist ja eigentlich die Bezeichnung für einen Elch, und Goose eine Ente, eine Gans, oh Goldfelsen, die wollen wir auch mitnehmen. Die reagieren eben halt, wenn man denen in einem bestimmten Abstand zu nahe kommt. Dann reagieren sie wohl auf einen, diese neuen Gegner. Sind natürlich alle nicht ohne. Haben, glaube ich, alle, die dazugekommen sind. Deswegen heißt es ja Range of Giants. Sind natürlich alles solche riesigen Gegner. Haben, glaube ich, 2000 Gesundheit. Also man sollte sie wirklich nicht angreifen. Oder andere, die Drecksarbeit machen lassen. Ja, die Moose Goose kommt im Frühjahr. Im Sommer ist es die Dragonfly. Die hat, die kann aber auch... Ein Geier! Da war ein Geier! Habt ihr es gesehen? Cool, oder? Und da sind die Hunde. Ich würde jetzt so gerne so ein Ding mal abbauen. Das ist so Guckt euch da! Die Geier warten schon! Da ist ein Schatten von einem Geier. Guck mal, einen nassen Knoten haben wir da gefunden. Ach, guck mal, was da ist. Hallo, hallo.